Servus die Mauern und grüß euch die Buben. Wie ihr seht, ich bin an der Donau. Ich habe das volle Programm hinterbei und es gibt heute den ersten Herbstoberreiter. Und ich bin aber diesmal nicht alleine, sondern es ist der Walter, der Wiener dabei und der Mike von Austrian Bushman. Und die treffe ich jetzt gleich. In dem Sinn, gehen wir's an. Und das dritte Musketier ist am Kommen. So, da ist ein Maxi-Behausen. Da hinten bin ich und daneben der Walter. Alles wird schon schön hergerichtet für die Nacht. Ja, jetzt gibt es da noch ein Lagerfeuerchen und dann wird es einmal extrem gemütlich, würde ich sagen. So, da wird jetzt schon hergerichtet fürs Lagerfeuer. Pipi feinst. Traumwetter jetzt, Sonnenschein, optimal. Und jetzt gibt es einmal das Käfchen, das obligatorische, am Maikischirm aufbauen. Und ich auch gleich. Musketierkäfchen am Brodeln. Prost! Prost! Prost die an die Runde. Musketiere auf dem flotten Dreier. Okay. Prost, Freunde! Mir wundert sich, dass ich noch nicht bin, aber... So, und unser viertes Musketier, die Gabe vom Kanal Prepper Lady, ist auch eingetroffen. Aus der Bodenheizung. Das heißt, da wirklich ist zu alt. Das ist aber jetzt Geo. Hunger. Absolute Ruhe beim Essen. So da, steht ich ein, da steht ein Ruhepol Outdoor. Achso, nein, Ruhepol Outdoor. Nicht Ruhepol Outdoor. Absolut super Stimmung. Die Scharfschützen von hier, ich muss da rein einmal weg, ablosen. Ich war da auch einfach von uns. Wenn ich noch einsteig, ob ich noch einsteig, wo wir mal schießen. Ich glaube, da bin ich 1000 Meter. Jawohl. Jetzt Kästchen da.
Das sind Klänge, Freunde. Das sind Klänge. Schöner wie jedes Weihnachtslied. Vor allem wenn sie sind. Was ist jetzt da? Der Plus 7, glaube ich, ist schon 10 oder was. Glaube ich, geh auch gleich schlafen. Honig und Milch und geht schon. Ich krieg den Insta dann Honig und Milch. Deck dich dann zu. Der Busse kriegst du vom Carlos. Okay. Die Albträume bleiben wir dann, oder was? Na, bitte schlagt mir das aus dem Kopf. Boah, die Bilder. Ist das trocken oder feucht? Männer von Flake. Zumindest ist es nicht kalt neben dem Feuer. Nein. Aber absolut nicht. Ich glaube, ich habe mir einen Sonnenbrand im Gesicht. Wenn man so sieht, weiß es nicht. Alter, der Zecken da herum. Hä? Die Zecken oder da. Ja? Alter, schau mal hin. Super Stimmung. Wenn du jetzt hast, bestellst du dann jeden Tag für Schmalen und legst da 10 Euro, ne? Mhm. Weil ich finde, das ist Delikatesse, ne? Wenn wir nicht essen haben wollen, was der Papa kocht, hat uns am nächsten Tag Kartoffeln mit Butter und Salz noch. Das haben wir heute noch eingekommen. Das nächste Mal Butter mitnehmen. Und am Ofen. Ja, und den Kühlschrank. Ich glaube, das nächste Mal kommen wir nicht einen Monat hinterher hängen. Da gibt es ja das für die, die was bloßfüßig wandern, haben, diese Nachziehwagen, was wir da haben. Sag an dich. Na danke. Extra für uns. Ja, Freunde, wir haben jetzt alle zurückgezogen in die Schlafkojen. Wir haben jetzt 23.30 Uhr und jetzt wünsche ich einmal allen eine angenehme und gute Nacht. Wir sehen uns morgen in der Früh. Ciao. Ja, guten Morgen.
Ja, gut geschlafen. Das ist jetzt 37. Das reden wir gleich. Ja. Egal, stehen wir mal auf. Machen wir mal ein Frühstück. Wie du gesagt hast, um eins wird es regnen, habe ich mir eigentlich extra einschamponiert und bin raus. Nix war? Jetzt habe ich immer noch ein Shampoo rum. Nein. So, zum Regnen hat es aufgehört und jetzt bauen wir das Dach einmal ab. Naja, dann machen wir einen Aufbruch. Ja. Machen wir Winke, Winke noch. In dem Sinn, ciao. Stimmt es, dass es sein muss? Ich will heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.